Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen hier wieder beim Movie Check und zu der Trailer Reaction zu dem Film Contra. Contra, das ist eine Dramakomödie mit unter anderem Christoph Maria Herbst, weswegen ich persönlich auch glaube, dass der Hauptfokus dieser Geschichte, die uns der Film Contra präsentieren wird, auf der komödiantischen Ebene stattfinden wird. Und ich würde sagen, gucken wir uns den Trailer an, denn neben Christoph Maria Herbst ist auch Nilam Farooq hier mit am Start. Und ich glaube, wer sich die Synopse durchgelesen hat, weiß, dass das auf jeden Fall schon mal ein Clash of Cultures werden dürfte. Denn es geht um einen Juraprofessor, der seine Studentin aus dem arabischen Raum stammend öffentlich während einer Vorlesung quasi rassistisch angreift und diskriminiert. Und daraus entsteht dann quasi eine Art von Hassliebe, aber jetzt eben nicht so im romantischen Sinne, sondern er wird vom Ethikrat oder von der Disziplinarkommission verdonnert. Sie, sprich die arabische Studentin, die von Nilam Farooq verkörpert wird, auf einen Debattierwettbewerb oder dergleichen vorzubereiten. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, weswegen diese zwei unterschiedlichen Welten dann auf eine sehr humorvolle Art und Weise aufeinanderprallen werden. Dementsprechend gucken wir uns auch mal den Trailer an. Bin schon gespannt. Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Nun gut. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Wow. Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten. Wissen Sie das nicht? Diesmal ist es wirklich ernst. Hältst dich nicht an den Lehrplan, demütigst Studierende. Ja, hör auf zu grinsen. Der Disziplinarausschuss, du bist vorgeladen. Die kleine Araberin, die du unter Beschuss genommen hast, du wirst sie auf den Debattierwettbewerb vorbereiten. Gibt es nicht irgendeinen anderen Randgruppenstudenten? Ein ganz fleißiger Chinese zum Beispiel. Warum wollen Sie mir helfen? Ich verstehe es nicht. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen. Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Lauter! Wollen Sie irgendwie lustig sein? Ja. Dann lassen Sie das in Zukunft. Ich will aber nicht ohne Humor. Na gut, aber Sie sind Contra. Du machst es doch nicht für ihn. Du machst es für dich. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hilfst uns auch sonst nichts. Und jetzt bedrohst du jemanden mit einem Schlagring? Dein tolles Studium, ne? Denkst du, es ist was Besseres? Aber ändern wirst du eh nichts damit. Mann! Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Die ganze Wahrheit. Auch wenn ich lügen werde wie getroppt. Just keep on using me. Ow! Until you use me up. Die Übung ist folgende. Sie sind Dietmar Bohlen. Dieter. Richtig, Dieter. Ich bin sicher nicht Dieter Bohlen. Doch, das sind die Spielregeln und ich darf das bestimmen. Dann sind Sie Bushido. Was ist ein Bushido? Yay! Also, der Trailer hat mich insofern tatsächlich nicht großartig überrascht. Ich muss auch gestehen, dass ich den, glaube ich, schon vor ein paar Monaten mal gesehen habe. Ich bin, wie gesagt, auch, was Trailer angeht, sehr, sehr weit hinterher. Und ich finde den witzig. Ich finde witzig, vor allem, weil ja auch darauf Bezug genommen wird, dass der Film ja einen Bezug zu dem Film der Vorname hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer der Produzenten war, der bei dem Film der Vorname mit am Start gewesen ist, oder ob es einfach nur daran liegt, dass eben auch bei dem Film der Vorname Christoph Maria Herbst eine der Hauptrollen innehatte. Aber das hier ist genau dieser Clash of Cultures, den ich gemeint habe, der allerdings hier nicht todernst, sondern humorvoll rübergebracht wird, eben aufgrund der Tatsache, dass die arabische Studentin oder die arabischstämmige Studentin gemeinsam mit dem vermeintlichen alten, weißen, rassistischen Mann aneinander geklebt ist und dieses ungleiche Team irgendwie versuchen muss, zusammenzuarbeiten, wider Willen. Und ich glaube, dass natürlich da die Pointe dann dahinter liegt, dass die Vorurteile begraben werden. Vielleicht endet der Film sogar auch mit so einer kleinen High Note. Weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass dieser Trailer mir Bock macht, weil Christoph Maria Herbst es einfach versteht, in bestimmte Rollen zu schlüpfen und irgendwie einen Charakter mehr mal so zu überspitzen und so darzustellen, dass es eigentlich, wenn wir solche Meinungen und Positionen in der Realität wahrnehmen würden, sagen würden, ey, spinnst du denn? Aber er schafft es noch, so eine Unternote irgendwie damit reinfließen zu lassen, dass das alles irgendwie witzig klingt und die Situation nicht bitterböse, traurig ernst ist.
Und das finde ich richtig cool. Das mag ich. Allen voran auch diese musikalische Untermalung, wo der eine Professor ihn quasi gerade am Tadeln ist und alles aufzählt, was er so gemacht hat. Und Christoph Maria Herbst so quasi mit dem Konterfei aufgenommen, entwickelt unter diesen Erzählungen quasi ein Lächeln. Und also das sind so kleine Feinheiten, die finde ich zumindest sehr, sehr attraktiv bei Filmen. Und da muss man sagen, das kann auch dann tatsächlich der deutsche Film. Trotzdem ist es für mich auch wieder so ein bisschen Einheitsbrei, weil letzten Endes die Grundthematik vergleichbar wäre mit dem Film Der Vorname, weil da auch natürlich ein Konflikt provoziert wird, der hier auch provoziert wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, fürs Kino ist der Trailer, anders formuliert. Der Trailer ist gut, aber fürs Kino ist der Film mir nicht fresh genug in Bezug auf das, was er uns erzählt. Filme, wo ein ungleiches Paar zusammenarbeiten musste, die gab es schon zuhauf. Und ich meine, Christoph Maria Herbst hat auch mal in einem Film mitgespielt, da hat er den strengen deutschen Vater gespielt, dessen Tochter einen muslimischen Mann oder Jungen gedatet hat und dann ist seine Frau schwanger geworden, seine Tochter schwanger geworden und dann geht es halt darum zu entscheiden, wie wird dieses Kind dann später erzogen, wenn es da ist. Und wie gesagt, in solche Rollen schlüpft meiner Ansicht nach Christoph Maria Herbst gerne, wo er polarisieren kann, aber dann auch eine humorvolle Art und Weise diese Anspannung, die in dieser Polarisierung steckt, auch wieder entkräftet und uns, die Zuschauer, damit nicht überfordert. Das finde ich eine nette Idee. Performance-technisch auf jeden Fall mehr als nur lobenswert. Das muss man honorieren, finde ich. Und ich bin gespannt, wie der Film entsprechend dann auch in den Kinokassen abschneiden wird, wenn er denn in die Kinos kommt. Aktuelles Release-Datum ist der 28. Oktober 2021. Laufzeit bei um die 1 Stunde 40, 1 Stunde 45. Also da ist schon, wenn die Gagdichte hoch ist, auf jeden Fall Potenzial. Aber ich glaube, ich werde mir eher fürs Heimkino vormerken. Ich weiß es ja noch nicht, aber lasst mir eure Meinung da. Ist das, was euch hier präsentiert wird, ausreichend dafür, um zu sagen, okay, dafür gehe ich jetzt für, wenn das in einem Arthouse-Kino kommt, wird es vielleicht günstiger das Ticket kriegen, aber so roundabout für 11 Euro, 10 Euro, 12 Euro, je nachdem, die Fluktuationen sind ja extrem, gehe ich dafür ins Kino oder nicht? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Das war's von mir und nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil.